Ich habe mir ein neues Auto gekauft. Es ist ein Tesla Model 3. Heute am 6. März, 5 Tage früher als erwartet, geht es mit der S-Bahn und der Tram nach Frankfurt-Fechenheim zu Tesla. Aber wie kam es dazu? Nachdem ich mich lange mit dem Thema Elektromobilität auseinandergesetzt habe, habe ich am 17. Dezember ein Tesla Model 3 konfiguriert und bestellt. Am Valentinstag kam dann die SMS, dass ich mein Model 3 am 11. März abholen kann. Und es kam auch noch die Abschlussrechnung. Am 20. Februar habe ich dann gleich die Versicherung abgeschlossen. Am 24. Februar kamen dann die Unterlagen von Tesla inklusive des Fahrzeugbriefes. Am 5. März ist mein Auto zugelassen worden. Am gleichen Tag kam der Anruf von Tesla, dass ich mein Auto schon am nächsten Tag abholen könne, 5 Tage früher als geplant. Und hier ist er nun, mein FUH 3000e. Die ersten Meter, die ich gefahren bin. Auch dann schon mit der einfachen Automatik. Jetzt an der Ausfahrt 15 rechts abfahren. Hier nochmal der Vergleich zwischen neu und alt. Noch ein paar kleine Videos. In den nächsten Wochen und Monaten werden auf diesem Kanal weitere Informationen und Erfahrungsberichte kommen.